Cooler Auftakt in die Regionalliga-Saison, den wir uns alle ganz anders vorgestellt haben. Wir verlieren hier in Krems nach 3:1-Führung mit 4:3. Wie kannst du so kurz nach dem Spielende schon die Leistung zusammenfassen? Ja, eigentlich ein Auftakt genau, wie man uns gewünscht haben. Über 75 Minuten haben das Spiel dominiert, sind zu Chancen gekommen, haben uns auch dann belohnt, sind verdient 3:1 in Führung gegangen. Und ja, wir haben es wiederholt nicht geschafft, dass wir einen Gegner dann auch mal draufsteigen, dass das Spiel entweder heimschaukeln oder sogar noch mehr bedienen, sondern sind in alte Verhaltensmuster zurückgefallen. Da war dann auch viel Arroganz am Platz und die ist dann letztendlich auch bestraft worden. War das heute auch schon ein Vorgeschmack, was uns in den kommenden Wochen in der Regionalliga Ost erwarten wird? Dafür kenne ich die Mannschaften noch zu wenig. Also wir haben uns gut vorbereitet auf Krems. Es ist alles eingetroffen, eigentlich, was wir gesagt haben. Leider dann auch am Schluss die Gefahr bei Standards, was sie mitbringen. Und ja, so ist das Spiel dann leider kippt, weil wir hinten auch nicht gut verteidigt haben und nicht mehr zu Chancen gekommen sind vorne. Und ja, die haben dann lange Bälle gespielt, viel Druck aufgebaut und ja. Trotzdem für mich ein Wahnsinn. Also schon lange nicht mehr so ein Spiel gesehen, dass man so ein Spiel dann von einer 3:1-Führung noch abgibt. Was sagt man der Mannschaft in der Kabine nach so einem Spiel? Natürlich war es schon so, dass ich am Anfang dachte, ich fahre jetzt mal komplett drüber. Bin dann aber auch vom Tommy Flögel noch mal kurz runtergeholt worden. Trotzdem haben wir es ganz kurz, hart analysiert, die Fakten angesprochen, was los war. Und ja, das müssen wir am Montag dann nochmal machen. Aber wie gesagt, wir haben es selber verspielt heute, haben 75 Minuten ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Dass man 2:0 oder 2 Tore Vorsprung aus der Hand gibt, ist natürlich dann ja, ein Wahnsinn und erinnert mich an die Muster vom letzten Jahr. Stimmen dich die 75 Minuten, die heute in Krems schwer in Ordnung waren, auch positiv für die kommende Aufgabe gegen Donaufeld zu Hause? Ja, es war auch nicht alles super. In der ersten Halbzeit war das Positionsspiel jetzt noch nicht ganz so sauber. Zumindest auf einer Seite haben wir Probleme gehabt, das Spiel aufzubauen. Aber ja, wir haben Krems vom Tor weggehalten. Sie haben eigentlich unseren Strafraum nicht gesehen, außer nach Standardsituationen. Und da kann man viel Positives mitnehmen. Aber jetzt überwiegt natürlich nach so einer Niederlage, wo wir echt geglaubt haben, wir können da nach dem 3:1 super reinstarten in die Liga. Ja, stehen wir jetzt mit hängenden Köpfen da. Danke.